Wie immer zu Gräser so, bin ich auf meinem Roadtrip durch die Schweiz. Schau mal, wie schön das hier ist. Hä? In meinem Gepäck ganz viele Fragezeichen. Welches Stück Fleisch hat mir der Philipp eingepackt? Welchen Produzenten darf ich heute besuchen? Ein Fest mit in der Natur, mit Naturprodukten. Und welche Zutaten warten auf mich? Nummer eins ist klar, alles landet auf dem Feuer. Willkommen im Grill Club. Oh! Nervosität! Ich bin hier im hintersten Ecke der Schweiz, im Münstertal. Zweimal umgekehrt wäre in Italien. Und heute ist mein Hinweis doch sehr, sehr schwer. Also, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Goldbarren, aber ein Goldbarren mit Stil. Gehen wir doch dem auf den Grund. Jetzt mal erfühlen. Also, das ist eine Adresse. Das ist irgendein Hämmerli. Ein komisches Hämmerli. Ja, sieht auf jeden Fall alt aus. Könnte es ein Fleischklopfer sein? Wobei, der würde eigentlich ziemlich das Fleisch oder eigentlich ziemlich alles, was man mit dem schlägt, geht kaputt. Aber ja, finden wir es doch raus, was man mit dem genau klein klopft. Schaut mal das Tal an. Wunderschön. Hier ist aber nicht nur die Umgebung idyllisch. Auch die Sprache, denn das Münstertal ist das einzige Bündner Südtal, wo rätoromanisch geredet wird. Schau mal, wie schön die Fassaden. Was versteckt sich da in diesen Gässchen? Da steht eine junge Dame. Hallo Sandro. Hallo. Renate. Freut mich. Ganz meinerseits. Du bist die Besitzerin von dem schönen Relikt hier. Ich bin mega gespannt, ich habe keine Ahnung. Also ich sehe hier ein Müllerrad. Genau, das ist das Zeichen der Mühle. Okay. Vom unterschlächtigen Strauberrad, das das einzige ist in der Schweiz, das funktioniert. Und den Hammer, das erzähle ich dir, wenn wir dann dran sind, für was das denn gut wäre. Ich folge dir. He? Ui. Ja, Sandro, das ist das Herzstück der Mühle. Der Mehlkasten, die Grütze geht dort vorne raus, das Mehl geht aber im Mehlkasten und da hinten haben wir dann das Mehl. Okay. Der ganze Bau der Mühle geht auf 1674 zurück. Können wir das anschmeißen, den Motor? Das können wir. Also der läuft noch. Der läuft. Das wollte ich jetzt sehen. Das glaube ich jetzt noch nicht so. Gut. Gehen wir im oberen Teil rauf. Jetzt tun wir hier Roggenmehl rein. Mhm. Das wird durchgeschüttelt, wenn das Wasser läuft. Und der Roggen ist von hier? Der Roggen ist von hier, okay. Vom Biobauer. Das tun wir so bearbeiten. Mhm. Soll ich schon mal ein bisschen da rein tun? Bitte schön. So, meine Arbeit ist da. Jetzt lassen wir das Wasser arbeiten, oder? Gut. Aber eine Frage habe ich jetzt aber gleich noch. Was hat es jetzt eigentlich mit dem Hammer auf sich? Das ist einer von den Hammer, den man braucht, um den Stein zu schleifen. Und für das haben wir eine ganze Wand mit verschiedenen Werkzeugen. Und dort gehört der an? Der gehört der an. Also, dann gehen wir den wieder zurück. Jetzt hat er wieder sein alte Plätzchen. Wunderbar. Und jetzt lassen wir das Wasser laufen lassen. Perfekt. Machen wir das. Jetzt kommt der Spannendste. Jetzt gibt es Leben. Machst du bitte das Wasser auf, dann sehen wir, wie sich das fühlt. Ein Bubentraum geht in Erfüllung. Also, let's go.
Spindeln. Die sind miteinander in Verbindung, wenn das Wasserrad läuft. Die Spindel nimmt den Mühlenstein mit und der Mühlenstein bewirkt, dass das Korn zerkleinert wird und alles schüttelt, um das Mehl auszuschütteln, das zum Mehlkasten runtergeht. Aber jetzt wollte ich das Tunnel anschauen, weil das nimmt mich mega wunder. Hier vorne kommt ein Grütze raus. Grütze oder Spelze sind die grob zerkleinerten Getreidekörner, die durch das Mahlen entstehen. So, jetzt haben wir den ganzen Ablauf gesehen. Und du hättest ein bisschen Mehl mitnehmen. Ich bitte darum, ja. Kannst du bitte aufmachen? Schauen wir mal, ob das etwas geworden ist. Da. Ja. Wow, ja. Frisch ab ja, der Mühle. Bitte schön. Wie unsere Vorfahren. He? Dann würde ich sagen, mache ich mich mal an die Arbeit. Gut. An der Grillstelle. Wir sehen uns später. Danke für dein Interesse. Ja, danke dir. Und, in der Arreweier in Valmersteier. Oh, wow, okay. Das ist retromanisch. Präzis. Für Sandra, du bist ein guter Typ. Bis später, gell? Ciao. Okay, lüften wir doch einmal das zweite Geheimnis vom Tag. So, was springt mir da entgegen? Wow! Ganze Metzgertheke. Heute habe ich Sandro ein Rack parat gemacht vom Rothirsch. Das ist ein Teil aus dem Rücken. Die dunkelrote Farbe. Die kommt von der Nahrung, die der Hirsch im Wald findet. Wir haben durch das sehr viel Eisen und Vitamin B im Fleisch. Heute, Sandro, darfst du im Bündnerland oben grillieren und dann darf der luftgetrocknete Rohschinken definitiv nicht fehlen. Sandro, überrasch uns auch heute, was du mit diesen wunderbaren Zutaten auf dem Grill wirst zubereiten. Nicht weit weg von der Mühle, direkt am Rambach, wartet der Grillplatz auf mich. Was für ein Plätzchen! So gefällt mir das. Zeit zum Einheizen. Mit meinem wunderschönen Roggenmehl, das ich hier bekommen habe, respektive selber gemacht, mache ich jetzt einen Teig. Und zwar gibt es heute den Hirschrücken im Teig. Für das tue ich jetzt das Roggenmehl in die Schüssel rein. Nur mit Roggenmehl würde der Teig extrem brüchig werden. Darum gebe ich noch ein bisschen Weissmehl dazu. Hefe schön im Wasser auflösen. Jetzt mal schön alles vermischen. Wenn er schön geschmeidig ist, abdecken. Dann lassen wir jetzt etwa 1,5 Stunden bis maximal 2 Stunden aufgehen. Jetzt müssen wir unsere Hirschrücken vorbereiten. Da ich das ja im Teig reingehe, brauchen wir die Knöchel nicht. Das tue ich jetzt ganz bisschen salzen und einfach rundum wirklich schön anrösten. Ohne Zischen kein Grillieren. Jetzt mache ich für unser schönes Hirschfleisch noch eine kleine Marinade. Für das schneide ich in Knoblauchzehen in grobe Stücke, zupfe ein bisschen Thymian und... Jetzt stampfe ich das einfach so zu einer Paste. Ein bisschen Öl dazu. Und ein bisschen Senf. Gut vermischen. Et voilà. Wunderbar. Um den Bündner Rohschinken in mein Gericht einzubauen, brauche ich Kalbsbrät.
Das mische ich jetzt einfach mit so kleinen Rohschinkenwürfeln. Zwischen Teig und Fleisch gibt es eine ganz feine Schicht mit Kalbsbrät. Dann würde ich mal meinen, schauen wir mal, wie es unserem Teig geht. Und dann packen wir die Sache ein. Die ist schon schön prächtig aufgegangen. Okay. Kann ich da mein schön mariniertes Fleisch nehmen. So. Und jetzt klappe ich den so vorsichtig, wie es nur noch geht. Ich hoffe, das funktioniert. Jetzt muss man das ja irgendwie garen. Und für das brauche ich jetzt einen Eisentopf mit einem Deckel. So, zumachen. Und jetzt ganz wichtig ist, Hitze von unten, Glut oben drauf, damit wir eigentlich rundum Hitze haben. Und dann nach einer Stunde machen wir das Ding auf und hoffen, dass es etwas geworden ist. Finger cross. Renate! Hallo! Sandro! Sehen wir uns wieder? Ja, das mal schwitze ich ein bisschen. Ja. Ich habe keine Wasserkraft mehr. Jetzt braucht es wieder Manpower. Ja, Feuer und Wasser. Hey, das passt auf jeden Fall. Ja. Das passt. Du darfst eigentlich Platz nehmen. Du hast fest geschafft, nehme ich an. Ja. Also. Bin ich gespannt. Ho! Jetzt versuchen wir das mal da heil rauszubringen. Das sieht ja gut aus. So, dann machen wir da noch ein kleines Salötli. Da ein bisschen Zitronensaft. So, ein bisschen Olivenöl. Und jetzt, Nervosität. Ich war selten so gespannt, sagst du. Ja. Oh. Ja, nein. Das sieht ja super aus. Hey! Das sieht ja gut aus. Es sieht wirklich. Wow! Ja. Ich würde sagen, mach dir da einfach mal eine schöne Schreibe. So. Hey, voilà. Hey, dann würde ich sagen, bon appetit. Das ist ja ganz fein. Ist sehr gut, fein. Hast du es gern? Mit den Zutaten von der Mühle. Ich finde es geschmacklich sehr, sehr fein. Ich habe noch nie so etwas gehabt. Man merkt den Urgeschmack. Das Thymian. Thymian? Wir haben das sehr gern. Ich brauche auch viel Thymian. Und was sagst du deinem Brot? Es ist sehr knusprig. Mega knusprig. Knusprig, schmackhaft. Danke. Das freut mich. Ein Fest mit in der Natur, mit Naturprodukten. Ja. Ich glaube, wir zwei können heute nicht klagen. He? Was für eine fantastische Geschichte heute. Die Mühle, ich werde sie wahrscheinlich nie vergessen. Das Endprodukt, das Mehl, perfekt. Zusammen mit dem Hirschrücken. Ihr findet das Rezept online und ich wünsche euch ganz viel Spass beim Nachkochen.